Oh, Licht. Ach, kann ja keiner antun. Guten Morgen. Ich mache mal so ein Viecher-Update und versuche dabei aufzuwachen. Mal gucken, ob es klappt. Für alle, die es immer noch nicht wissen und meine ganzen anderen Kanäle nicht verfolgen, den erzähle ich jetzt noch einmal. Ich bin momentan umgezogen und wohne momentan übergangsweise bei Skliffen, bevor ich dann demnächst in meine vernünftige neue Wohnung ziehe, wo ich einen neuen Stall bauen werde. Und im Zuge dessen habe ich auch ganz viele Meerschweinchen abgegeben, die aber ein wunderschönes neues Zuhause bekommen haben. Und jetzt möchte ich mal ein kleines Update machen von all dem, was in letzter Zeit so passiert ist. Wir haben hier ein dreistöckiges Gehege mit einem Müll und hier vorne ist ein Tiramisu und das ist eine Banana Colada. Hi Banana Colada. Hallo Chan. Hallo Tiramisu. Ist alles klar? Ist gut? Ja, hallo Müll. Ja, keine Sorge, ich baue euch in der neuen Wohnung bald ein richtig schönes, cooles, neues Zuhause. Wen haben wir denn hier? Ich will die eigentlich gar nicht stören. Hallo, Prinzessin. Und irgendwo unter dem Vollhaufen da vorne ist noch die andere Prinzessin. Und dann hätten wir da einmal die Pumpkin. Hallo, Colada. Kannst du Pumpkin nicht rausnehmen? Die nimmt so viel Platz weg. Wo ist ein Bananasplit? Die ist beim Tierarzt und wird untersucht. Ah. Hat die irgendwas Schlimmes? Woher soll ich das denn wissen? Ich bin doch keine Krankenschwester, Chan, ehrlich. Drück nur mal die Daumen, das hat gefaked schon zu werden, ne? Jo, und irgendwo hier drin in der Küche sind die Lemminge. Sollte nicht alles Chaos verursachen? Hallo, Tetufo. Ich bin auf dem Haus. Und da vorne liegt noch der Toffee und die Trüffel. Und warum sind die hier, fragt ihr euch? Weil du eine komplette Meckerziege bist, ne? Ja. Die meckert nämlich immer bei den ganzen anderen rum. Und ich bin auch schon fast am überlegen, ob ich dieses Vieh abgebe. Weil das nur am Meckern ist. Aber eigentlich will ich sie ja behalten. Und Toffee und Trüffel sind die einzigen, die noch hier sind, die aber eigentlich auch noch abgegeben werden. An die Niki. Hier haben wir ein Fressimperium. Ja, das ist Skliffen, so ist das halt. Und hier haben wir eine Klecks. Hallo Klecks, du hast dich auch, nachdem du hier reinkamst, direkt an die neue Wohnung gewöhnt, habe ich gesehen. Und jetzt fällst du hier fast runter. Die Couch in der Küche ist ihr neuer Lieblingsplatz. Sagst du mir jetzt auch noch bitte, wo Muffin ist, dann kann ich dir auch noch mal in die Kamera zeigen. Hallo Muffin, ist alles klar mit dir? Ja, 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 es passt schon. Ich sehe nur immer so verstört aus. Jetzt geh wieder weg. Ich mag keine Kameras. In meine neue Wohnung ziehe und dann halt alles wieder vernünftig aufbauen. Dann habe ich auch mehr Platz. Da das aber eine kleinere Wohnung sein wird und ich da auch noch mit drin leben werde, so um die 60 Quadratmeter, musste ich halt natürlich ein paar Abstriche machen und im Zuge dessen halt ein paar mehr Schweinchen abgeben. Weil, seien wir doch mal ehrlich, 14, 15, 16, 18 sind ein bisschen zu viel. Und alle Meerschweinchen, die ihr quasi gerade hier nicht seht, die sind abgegeben worden. Ich weiß, das wird jetzt mega viele Herzen brechen. Aber wir müssen da leider einmal logisch denken. Aber wir wollen den Tieren ja auch ein vernünftiges Zuhause geben. Und die möchten ja auch nicht in so einem engen Käfig zusammen in einem Haufen eingepfercht sein. Aber auch in der neuen Wohnung, selbst wenn ich da viel mehr Platz habe, reicht das halt nicht für diese Masse Meerschweinchen. Schoko kommt aber höchstwahrscheinlich wieder. Die habe ich einfach nur abgegeben, weil die in diesem Gehege einfach ultimativ mega rumgemeckert hat. Und das wollte ich der nicht antun. Sofern es mir möglich ist, werde ich mit den anderen Besitzern der Tiere jetzt dann irgendwann nochmal Videos machen, dass ich euch zeigen kann, dass es denen auch richtig gut geht. Und es hat auch noch einen anderen Vorteil. Dadurch, dass es jetzt wesentlich weniger sind, kann ich mich auch wesentlich besser um alle kümmern. Und ich werde dafür sorgen, dass sie alle eine Stimme kriegen. Sogar diese kleine Sackfalte hier. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr versteht meine Ansichten, versteht, dass es anders gar nicht ging. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt weiterhin schön tierlieb, kümmert euch um alle Tiere, die ihr habt. Und wir sehen uns im nächsten Video.